Heute machen wir mal ein Video, und zwar geht es ums Thema Fahrwerk, und zwar speziell um die Front, nicht um die Gabel, nicht um den Gabelhalm, sondern woran erkennst du, ob dein Fahrwerk zu weich oder nicht zu weich ist? Das ist eigentlich eine ganz häufig gestellte Frage, die meistens falsch beantwortet wird. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Viele von euch haben ja hier so einen Kabelbinder, wie jetzt der da. So Kabelbinder rundum, was ja legitim ist, als Indikator, als Hubindikator, um zu sehen, wie weit federt die Gabel ein. Das sagt aber grundsätzlich mal fast gar nichts aus. Das Einzige, wenn die hier unten ist, dann sagt es aus, okay, die Gabel nutzt irgendwo maximal Federweg, was aber nicht heißt, dass die Gabel zu hart oder zu weich ist. Weil sie kann sowohl als auch trotzdem zu hart sein und auch zu weich sein oder passen. Also es gibt drei Varianten, die sein können, wenn der Hubindikator hier ist. Na klar, wenn der Hubindikator nach einer Runde oder nach einem Turn hier oben ist, dann ist klar, dass die Gabel zu hart ist, weil du da nicht runterkommst. Dann bist du entweder zu langsam, zu leicht oder die Gabel ist zu hart. Aber wenn die Gabel kurz vor Block ist, dann ist das eigentlich grundsätzlich okay. Das heißt nicht, dass die Gabel zu weich ist. So, jetzt kann man sagen, ja, aber was bringt mir das dann eigentlich? Ja, wie schon gesagt, es bringt eigentlich nur, dass man sagt, okay, es ist ungefähr okay. Wo man aber besonders merkt, dass eine Gabel zu weich ist, speziell wenn man zu weiche Federn verbaut hat. Eine zu weiche Gabel ist in der Regel nicht zu weich, weil man zu weiche Dämpfung hat. Meistens ist die Dämpfung sogar zu viel, sondern eben, weil die Feder zu weich ist. Und eins lasst euch sagen oder merkt euch das bitte, eine zu weiche Feder ist mit nichts zu ersetzen. So ungefähr wie mit Hubraum. Also man kann eine zu weiche Feder nicht mit mehr Preload oder mehr Dämpfung verbessern. Das ist eigentlich grundsätzlich nicht möglich. So, woran erkenne ich das jetzt eigentlich? Beim geradeaus Anbremsen, wenn ich auf der Start-Ziel durchbeschleunige und schmeiße dann den Anker, dann kann man schon grundsätzlich ein bisschen sagen, wenn es da zu schnell reingeht, ist eher Druckstufe. Wenn es auf Block geht, dann kann es sein, dass die Feder zu weich ist oder B, zu wenig Öl oder das Luftpolster zu groß ist. Aber wo ist das größte Indiz, wenn ich zu weiche Feder drin habe, ist, wenn ich auf der Bremse in die Kurve hineinfahre und dann das Gefühl habe, dass das Motorrad sich aufrichten möchte. Also sprich, wenn es nicht auf der Bremse zum Scheitelpunkt hinlenkt, sondern eher das Gefühl, also das will aufrichten, will geradeaus fahren, dann habe ich eine zu weiche Feder verbaut. So war es in dem Fall bei diesem Kunden, der hat hier eine 8.8er Feder drin. Es ist eine sehr softe Feder, für sehr leichte Fahrer geeignet. Der hatte die Gabel gekauft von jemand anders, der leichter war. Und er selber ist aber so wie ich, schwerer. Und deswegen braucht man da jetzt eine härtere Feder, weil der hatte immer das Problem, dass er auf der Bremse nie in die Kurve bremsen konnte, weil dann die Gabel zu tief stand. Also im Sinne von, wenn wir uns jetzt einmal das anschauen, wo die Gabel überall stehen kann, ne? Also so hier ausgefedert, dann vielleicht hier am Scheitelpunkt, hier beim Vollanbremsen und dann ist die Frage, wo steht die Gabel beim Einlenken auf der Bremse? Und wenn sie da zu tief steht, meinetwegen hier, dann fängt das Motorrad an, über den Nachlauf zu lenken, weil sich der Nachlauf bei starker Einfederung stark verändert und dann lenkt es nicht mehr und dann zwingt dich das Motorrad zum Bremse loslassen, egal ob dein Speed schon gering genug ist oder nicht, aber du musst dann die Bremse loslassen, damit du irgendwie turnen kannst. Und dann ist die Frage, bist du schon langsam genug oder nicht? Wenn du noch nicht langsam genug bist, dann gehst du schlicht und ergreifend weit. Wenn du schon langsam genug bist, dann schaffst du es, den Scheitelpunkt zu erwischen, wenn du die Bremse loslässt. Und das ist entscheidend, wo steht die Gabel. Und das kann man beeinflussen über die Feder und über das Luftpolster bzw. über die Ölmenge, die in der Gabel drin ist. Weil die Ölmenge, oder das Airspring im englischsprachigen Bereich, das stellt sich raus, umso tiefer die Gabel ist, desto entscheidender wird die Airspring. Also im oberen Bereich ist quasi die Airspring noch nicht wirklich ausschlaggebend und umso weiter runter die Gabel kommt, desto entscheidender wird das Luftpolster. Man kann auch so grundsätzlich sagen, entweder weiche Feder, mehr Öl oder härtere Feder, weniger Öl. Das ist so zwei verschiedene Philosophien, die auch durchaus häufig angewandt werden von verschiedenen Rennteams und verschiedenen Fahrern. Ich bin mittlerweile in die Richtung lieber ein bisschen weniger Öl, dafür härtere Feder.
weil ich bei der härteren Feder gut nachbremsen kann und vor allem im unteren Bereich immer noch eine schön ansprechende Gabel habe. Ich will das nicht, wenn die so stark im Öl drin steckt, das fühlt sich ein bisschen, ich habe da wenig Feedback. So, also wenn du jetzt das Gefühl hast, dass das Motorrad auf der Bremse zum Scheitelpunkt sich eher aufrichten will, dann kannst du davon ausgehen, dass die Feder zu weich oder das Öl zu wenig ist. Dieses Video wird euch präsentiert von Beyond Energy, der idealen Lösung, um die eigene mentale Höchstleistung permanent abrufen zu können. Beides möglich, beides gleichzeitig möglich oder auch nur eins von beiden. Wie kannst du das kompensieren auf die Schnelle, ohne die Gabel aufzumachen? Fast kaum. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst minimal die Federvorspannung, den Preload erhöhen, kannst ein bisschen was aufdrehen. Das wird nicht viel bringen, vielleicht nur eine Nuance. Was du aber noch machen kannst, ist zum Beispiel, du hast einen gewissen Gabelüberstand. Na, also einen gewissen Grundgeometrie, wie viel das oben von deiner Gabel über der Gabelbrücke rausschaut. Und da kannst du ein bisschen variieren, du kannst das Motorrad dadurch vorne ein bisschen höher machen, dass quasi weniger von der Gabel über die Gabelbrücke drüber schaut. Somit kriegst du ein bisschen mehr Reserve von der Balance nach vorne. Somit kannst du diese zu weiche Feder minimal kompensieren. Wenn du merkst, dass das Problem dann besser wird, dann weißt du, dass das die richtige Richtung ist. Und dann kannst du im Nachgang hergehen und kannst zum Beispiel jemanden deine Gabel schicken und der kann dir dann eine härtere Feder verbauen oder das Luftpolster anpassen. Somit, jetzt weißt du, wie sich das anfühlt, wenn die Feder oder die Gabel zu weich ist. Im Sinne von zu weich und nicht zu wenig gedämpft, weil die Dämpfung im Sinne von Zug- und Druckstufe sind zwei Bar unterschiedliche Stiefeln. Ein Tipp habe ich noch, den sparen wir uns fürs nächste Video. Deswegen abonniert am besten gerne den Kanal, falls ihr noch mehr interessante Sachen über das Thema Fahrwerk sehen wollt. Und lasst gerne einen Daumen hoch da für dieses Video, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.